Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 4 Zombies und zwar zu der neuen Zombie-Karte Night of the Dead. Und zwar wollt ihr euch in diesem Video zeigen, wie ihr die neue Wunderwaffe Alistairs Torheit auf dieser Karte bekommen könnt, denn ihr könnt diese Wunderwaffe auch wieder durch die Kiste bekommen, aber mit diesem Easter Egg bekommt ihr diese gratis. Und zwar ist es hier so, dass ihr vier farbige Symbole finden müsst. Es gibt nämlich vier Symbole und jedes dieser Symbol hat vier verschiedene Farben. Einmal rot, einmal gelb, einmal grün und einmal blau. Und jedes dieser farbigen Symbole hat leider nochmal vier verschiedene Spawnplätze, wo diese spawnen könnten. Also das ist bei eurem Spiel wahrscheinlich immer woanders. Aber ich werde euch natürlich alle 16 Spawnplätze dieser Symbole in diesem Video zeigen. Und ich würde als erstes sagen, wir fangen mit dem roten Symbol an. Und zwar gibt es einen Ort in dem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer, das ist nicht weit weg von dem Anfangs-Spawnplatz. Und es ist auch so, dass ihr euch jetzt notieren müsst, welches Symbol bei euch angezeigt wird, in welcher Farbe. Das sind nämlich immer verschiedene Symbole und die müsst ihr euch jetzt einfach notieren. Bei mir war das jetzt so ein A in der Art und das müsst ihr euch jetzt ganz einfach notieren und welche Farbe dieses Symbol hat. Wenn das rote Symbol hier nicht ist, dann gibt es den weiteren Spawnplatz. Wenn ihr die Treppe jetzt in diesen mittleren Raum zu dieser großen Statue hinunterlauft, dann kann sich dieses Symbol auch rechts an der Wand befinden. Der dritte Platz von diesem Symbol ist, wenn ihr rechts dem Weinkeller hinuntergeht, dann geradeaus zu dieser Zombie-Barriere geht und an diesen Weinfässern, wo ich gerade hinschieße, dort kann sich dieses rote Symbol auch noch befinden. Und der letzte Spawnplatz von diesem roten Symbol befindet sich im Diner oder dort, wo die Bar ist, und zwar hinter der Bar links an der Wand. Kommen wir darauf hin zum grünen Symbol und die vier Spawnplätze von diesem Symbol, die befinden sich alle in der Nähe vom Gewächshaus. Das heißt, ihr müsst beim Diner hinausgehen in dem äußeren Bereich, und zwar wenn ihr da die Treppe nach unten geht, an diesem Brunnen links vorbeigeht. Da befindet sich nämlich ein verschlossenes Schloss und hinter diesem Schloss kann sich dieses Symbol auch befinden. Wenn es dort nicht ist, wenn es sich dort nicht befindet, dann müsst ihr als nächstes mal in den nächsten Bereich gehen, dort wo sich so eine Art Haus in der Mitte befindet, wo ihr nicht hineingehen könnt, denn wenn ihr rechts mal durch die Tür hineinschaut, dann kann sich das Symbol dort auch mal befinden. Bei mir war es nämlich der Fall, dass dort das Symbol ist, und die letzten beiden Spawnplätze, die befinden sich alle bei dem Perkplatz in der Nähe, und zwar müsst ihr einfach bei diesem Perk rechts und links mal bei dieser verschlossenen Tür mal durchschauen, denn dort kann sich hinter diesem verschlossenen Gang oder bei dieser verschlossenen Tür auch hinten an der Wand dieses Symbol befinden. Dann als drittes kommen wir zu den Spawnplätzen von dem blauen Symbol, und dazu müsst ihr jetzt als nächstes zum Friedhof gehen, und zwar eigentlich schon fast nach ganz oben, also zum Ende von diesem Friedhof, und zwar befindet sich dort ein Haus und eine Treppe. Wenn ihr nämlich rechts an der Treppe nach oben geht, sollte sich ein Spawnplatz rechts bei dieser Treppe befinden. Das seht ihr auch hier, denn da war es nämlich bei mir der Fall so. Der nächste Spawnplatz ist, wenn ihr nach oben geht zu diesem Haus, dort befindet sich rechts direkt ein Baum, und bei diesem Baum außerhalb von dieser Karte an diesem Grab, wo ich gerade hinschieße, kann dieses Symbol auch noch auftauchen. Der dritte Spawnplatz ist dann, wenn ihr um dieses Haus einmal herumlauft, und hinter diesem Haus, dort befindet sich nämlich eine Löwenstatue oder so ein Löwengrab, und da befindet sich dann auch manchmal dieses Symbol. Und der letzte Spawnplatz von diesem Symbol ist, wenn ihr auf der anderen Seite von diesem Haus die Treppe jetzt wieder nach unten lauft und geradeaus zu diesen einzelnen Gräbern hinlauft, denn dort kann sich dieses Symbol auch nochmal befinden. Ja, und schlussendlich sind wir dann auch schon beim gelben Symbol angelangt, und das befindet sich unterhalb vom Spawnraum oder Spawnplatz. Wenn man da nach außen geht in Richtung von diesem Wald, denn dort können die gelben Symbole auch auftauchen, und zwar müsst ihr einfach durch die linke Tür durchgehen, und links an der Wand, wo ich gerade hinschieße, gibt es auch einen Spawnplatz. Danach gibt es einen Spawnplatz, wenn ihr nach unten lauft zu dem Perk hin oder zu diesem verschlossenen Weg. Da gibt es links wieder ein verschlossenes Tor, da kann dieses Symbol ab und zu mal spawnen. Auf der anderen Seite gibt es gegenüber genau auch wieder so ein verschlossenes Tor, da gibt es auch eine mögliche Spawnposition. Und dann, wenn ihr wieder in dieses Haus hineinlaufen wollt, gibt es links einen Balkon, und unter diesem Balkon, wie ihr es jetzt auch hier in diesem Video seht, gibt es den letzten Spawnplatz von diesem gelben Symbol. So, und jetzt, wenn ihr die vier Symbole gefunden habt, mit der passenden Farbe dazu, dann ist es so, dass ihr zu der Bibliothek gehen müsst, denn ihr habt jetzt aufgeschrieben, welches Symbol bei euch aufgetaucht ist, in welcher Farbe natürlich. Ja, und was natürlich jetzt logisch ist, ihr müsst jetzt diese Räder bei diesem Waffenschrank so lange drehen, bis ihr das richtige Symbol zuordnet, was bei euch im Spiel eben aufgetaucht ist. Da müsst ihr einfach auf diese Räder drauf schauen und dann einfach die Aktionstaste drücken, und wenn ihr die richtigen Symbole jetzt überall eingestellt habt, dann müsst ihr oben auf die Waffe drauf schauen, denn dann könnt ihr nämlich den Code eingeben, und bei richtig eingegebenen Code
öffnet sich das Ganze und ihr bekommt gratis die neue Wunderwaffe. Und nun bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe natürlich, euch hat das Video weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.